bisexuell, transsexuell, hetero. Ich bin ein Mensch. Heute auch offiziell, heute werden unsere Gäste angebracht. Wir haben auch sehr ehrenvolle Gäste dabei. Wir beide sind Schülersprecher, ich bin Julius Ramirabiti. Mein Name ist Noel Baumann. Und wir führen euch heute durch das ganze Programm. Ich bin stolz, die Schulleiterin dieser Schülerinnen und Schüler zu sein. Denn nicht die Schulleitung, nicht das Kollegium, nicht die Eltern, sondern die SV hat den Antrag zur Teilnahme am Projekt Schule ohne Homophobie an die Schulkonferenz im März gestellt. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt alle Facetten unseres Leitbilds erfasst. Mit eurem Antrag und nachher mit der Unterzeichnung der Verpflichtserklärung beweist ihr, dass ihr unser Leitbild ernst nehmt und mit Leben füllt. Wir sind die 14. Schule, die an dem Projekt Schule ohne Homophobie teilnimmt. Angesichts dieser geringen Zahl bedarf es allen Anschein nach noch mehr Courage, um an diesem Projekt teilzunehmen. Und deshalb bin ich stolz auf euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr die Courage habt, uns Erwachsenen, die Lehrer und Lehrerinnen sowie die Eltern aufzufordern, der Teilnahme an dem Projekt Schule ohne Homophobie zuzustimmen. Ebenso engagiert habt ihr den heutigen Projektstart mit vorbereitet und seid nun neben den anderen Gästen, die übrigens jetzt gleich auch zu Wort kommen, die Hauptperson. Ich möchte mein Grußwort deshalb mit einem großen Dankeschön an euch, liebe Schülerinnen und Schüler, beenden und die Leitung der Veranstaltung wieder in die Hände von Yusra und Noel. Und nun bitte ich einmal unsere Gäste nach vorne. Das sind einmal unsere Ministerin für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen, Lieselia Nörmann. Dann bitte ich einmal den Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen und unser ehemaliger Schüler, den Herrn Nischleiter. Das wollen wir anpacken. Da soll man auch
Unterschiede nicht und Schwierigkeiten nicht unter den Tisch kehren. Was die Menschen umtreibt, auch wenn die Menschen Angst haben, dann muss man darüber sprechen, damit die Angst auch abgebaut wird, damit nichts vertuscht wird. Das ist ganz, ganz wichtig und zeigt eigentlich die Kultur, die gute Kultur eigentlich schon. Da haben Sie recht. Das heißt, auch die jüngeren Leute können den Erwachsenen auch mal diesen gleichen Weg zeigen. Habt ihr gehört, Schüler? Also, dran denken. In der Schülermitverwaltung, Frau Schulkonferenzmitglied. Und das hat mich sehr politisch geprägt und nach 12 Jahren habe ich mich dann entschieden, in eine Partei anzutreten und bin jetzt auch gewählt worden zum Oberbürgermeister. Ich merke, dass einer damals gesagt hätte, ich stehe bei der Oberbürgermeister. Ich war jetzt nicht verwaltmäßig, brauchte ich gesagt, das wir hatten uns damals schon mit Vielfältigkeit auseinandergesetzt. Das ist ganz wichtig, wie gerade in der Schule passiert, dass immer miteinander Mitglieder der Gesellschaft kreieren. Und da haben wir heute im Zweifel, man hat das echt richtig skizziert und das ist immer ein Zeichen, wie man mit bestimmten Minderheiten in Anführungsstrichen umgeht, weil die Toleranz ist, weil man das zum Schluss als eine Einheit sieht. Und wir sind eine Einheit in der Gesellschaft, wir müssen eine Einheit werden. Umso wichtiger ist es, dass wir das in der Schule vermitteln. Dann sind wir hier in die allererste Schule. Also die allererste Schule, Leute, können nochmal applaudieren. Die allererste Schule. Allererste Schule, die an dieser Kampagne teilnimmt. Wir haben bestimmt noch Nachfolger, die uns nachmachen werden, aber den ersten Platz kann uns keiner mehr nehmen. Und meine Frage an Sie ist jetzt, wie können Sie und beziehungsweise haben Sie eine Idee, wie Sie die Kitte Kolbis Gesamtschule hier bei der Durchführung dieser Kampagne unterstützen können? Das ist jetzt mehrfach schon an verschiedenen Stellen, nur noch nicht von jedem, auch noch nicht von mir gesagt worden, es sollte normal sein. Wir sollten uns gar nicht mehr damit befassen müssen, ob jemand behindert ist, ob jemand lesbisch ist, ob jemand schwul ist, ob jemand heterosexuell ist und so weiter. Vielleicht kennen Sie ja die Geschichte, in der Fußgängerzone werden die Leute gefragt, haben Sie schon gehört? Herr Richter ist heterosexuell. Boah, wirklich? Wirklich? Nein. Ich will damit sagen, das, was in Anführungszeichen normal ist, alles andere sollte auch normal sein. Wir sollten gar nicht mehr darüber diskutieren, sondern es geht um die Frage der Haltung. Die Menschen müssen ihre Haltung ändern. Und das passiert hier in der Schule, dadurch, dass sie Schule der Vielfalt werden. Da findet ein Haltungswechsel statt. Aber am wünschenswertesten wäre es, wenn Frau Lörmann gar nicht mehr als Schirmherrin zur Verfügung steht für so etwas, weil es normal ist, weil wir das gar nicht mehr brauchen. Und Sie fangen hier an, die anderen Schulen werden Ihnen wahrscheinlich in Teilen nacheifern. Sie kriegen schon den goldenen Pokal, dann gucken, wer den silbernen bekommt. Und wie gesagt, im Dezernat sind wir, Frau Maus und meine Kolleginnen und Kollegen, für das Thema Inklusion zuständig. Das heißt, für uns ist es wichtig, die Menschen mitzunehmen und deutlich zu machen, wir sind alle, so wie wir sind, normal und müssen alle, so wie wir sind, auch geliebt werden. Das ist wichtig und das ist für uns insgesamt in der Gesellschaft wichtig. Wir müssen miteinander klarkommen und wir werden auch miteinander klarkommen. Und in den Köpfen müssen die einen oder anderen Schalter umgelegt werden, damit verschiedene Dinge, wie Sie die auch eben genannt haben, überhaupt nicht mehr passieren. Denn unsere Gesellschaft wird insgesamt einfach nur bunter und dadurch, dass sie bunter wird, wird sie auch schöner. Gesagt, wir werden munter und eine Frage ist halt, wir haben jetzt den ersten Schritt getan, wir sind Schule der Vielfalt geworden, also ist schon mal ein sehr wichtiger Schritt, aber hat einer von Ihnen vielleicht eine Idee, wie man das am besten umsetzen kann? Tipps, was man tun könnte? Ich frage mich da einmal Herr Pohl, weil er da der Experte ist. Ja, er hat das schon angefangen,
Einmal im Jahr das Vernetzungstreffen. Im November sehen wir uns ja hoffentlich alle wieder, da schon als Gäste da. Das heißt, tauscht euch aus. Und dann ist es wichtig, dass ihr es eben in den Schulen weiter vermittelt, zum Beispiel im 8. oder 9. Jahre, dass ihr dort eine Projektwoche, einen Projekttag eben das Thema besetzt. Und das machen ja die anderen Schulen auch und ihr werdet es wahrscheinlich dann auch tun. Das heißt, das Thema wird im Grunde von euch auch fortgesetzt. Nachhaltigkeit ist ja für uns wichtig, dass jedes Schuljahr, jeder neue Jahr auch was erfährt. Bedenken habe ich da überhaupt gar keine. Ich finde das eine ganz tolle Sache und kann wirklich nur wiederholen im Namen der kompletten Elternschaft. Wir danken euch für diesen Antrag und vor allem für diese tolle Vorstellung in unserer Schulgerichtssitzung von Herrn Pohl auch. Wir haben noch keine Bedenken. Wir haben auch einstimmig in der Schulgerichtssitzung dafür gestimmt, Schule der Vielfalt zu werden. Jetzt nach vorne zu gehen, beziehungsweise einfach hier die Tür raus. Ich gehe einfach nach vorne, ihr könnt mir einfach folgen. Danke nochmal und jetzt kommt die Plakette. Wo sind denn der Große in der Fünfer?